Ich backe heute Hefeschnecken und zwar etwa 24 Stück will ich machen. Und für den Hefeteig brauche ich folgende Zutaten: ein Würfel Frischhefe, lauwarmes Wasser 100 ml und ein Teelöffel Honig. Dann brauche ich noch 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Tonkabohne gebe ich rein, das ist optional. Dann habe ich hier 250 ml lauwarme Milch und 150 Gramm Butter, die habe ich in die Milch rein, damit die Milch so schmilzt. Das habe ich in der Mikrowelle gemacht. Dann brauche ich 3 bis 4 Eier. Ich werde 2 Eigelbe nehmen und 2 ganze Eier. Und den Eischnee schmeiße ich nicht weg. Aus dem kann man ja Baiser machen, einfrieren oder einfach nur in eine Pfanne hauen und als Spiegelei essen mit noch einem Ei dazu. Dann brauche ich ein bisschen Zitronenzucker, den habe ich selbst gemacht. Das ist abgeriebene Schale von Zitrone mit ein bisschen Zucker. Ein Viertel Teelöffel Salz nehme ich noch in den Teig. 100 ml neutrales Pflanzenöl, ich habe hier Mazola. Und 850 Gramm Mehl. Ich nehme 550er Type. Für die Füllung brauche ich 400 Gramm gemahlene Nüsse. In meinem Fall sind es Walnüsse. Man kann Haselnüsse oder Mandeln nehmen. 2 Päckchen Vanillezucker. Dann nehme ich auch gerne noch 3 bis 4 Esslöffel Zucker. Dies ist jetzt Rohrohrzucker. 2 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel Zimt. Das vermenge ich, dann habe ich so einen Zimtzucker, wo ich dann oben drauf verstreue. Dann brauche ich noch 2 Eigelbe und etwa 80 ml Milch und eine Prise Salz. Das vermische ich dann zum Bestreichen. Und für den Guss nehme ich ausgepressten Zitronensaft und Puderzucker. Als erstes gebe ich die 100 ml lauwarmes Wasser in meine Rührschüssel. In diesem Fall habe ich die Kenwood. Man kann es auch nur mit dem Handrührgerät machen oder mit einer anderen Küchenmaschine. Dann zerbröckel ich Hefe, Frischhefe und gebe 1 Teelöffel Honig rein. Dann decke ich dies ab. Ich verrühre dies jetzt und decke es ab 10 Minuten. Damit die Hefe ihre Wirkung zeigen kann. Das sieht man dann, da sie dann Bläschen oben, es bilden sich kleine Bläschen oben an der Oberfläche. Die 10 Minuten sind rum. Man sieht, die Hefe wirkt. Man sieht deutlich die Bläschen oben an der Oberfläche. Jetzt gebe ich das gesamte Mehl hinein. Milchbutter, Zucker, Vanillezucker und Tonkabohne, dann noch Zitronengeschmack, Schale, zum Schluss noch das Salz und jetzt wird alles, das Öl und jetzt wird alles 7 Minuten geknetet, 7 bis 10 Minuten.
man meint, der Teig, der wäre jetzt zu flüssig, ist er aber nicht. Durch das längere Kneten verbinden sich die Gluten viel besser. Das werdet ihr dann auch sehen. Also nichts mehr verändern, kein Mehl mehr dazugeben. Weiter noch 7-8 Minuten kneten. Mein Teig ist genau 10 Minuten gelaufen, also geknetet worden auf Stufe 1. Und ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt decke ich ihn ab und lasse ihn 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Wenn es nicht so warm ist im Zimmer, dann kann es auch 45 Minuten dauern und nachher beginne ich schon mit dem Ausrollen. Denn wenn die Schnecken geformt sind, dann müssen sie ja sowieso auf dem Backblech noch 20 Minuten gehen. Jetzt ist der Teig bei mir genau 40 Minuten gegangen. Man sieht, er ist auch gut gestiegen. Ob es jetzt das Doppelte? Ja, das Doppelte ist es. In der Zwischenzeit habe ich mir schon zwei Backbleche vorbereitet. Hier mit einer Silikon und hier einfach mit einem Backpapier. Vielleicht brauche ich sogar noch eins. Das sehe ich dann, ob ich noch ein Backblech brauche. Als erstes mache ich jetzt den Teig, gebe ich den Teig auf meine bemehlte Arbeitsfläche. Ich nehme in diesem Fall mein Backbrett, also keine Silikonmatte, weil ich ja schneiden muss mit dem Messerchen bei den Nussschnecken. Und deswegen nehme ich das Brett. Jetzt gebe ich den ganzen Teig aufs Mehl und dann teile ich den Teig in zwei Teile. Mit Hilfe der Teigkappe kann ich das sehr gut so zusammenklappen. Nicht viel rummachen. Jetzt teile ich mir ihn einfach in zwei. Jedes Teigteil wird ausgerollt, viereckig, rechteckig, ja, etwa 50 auf 40. Der Teig ist jetzt dünn ausgerollt, bei mir ist er jetzt etwa 60 auf 40, also ganz schön. Und ich habe ihn mit neutralem Pflanzenöl bepinselt, mit dem Pinsel bestrichen. Jetzt gebe ich ein bisschen Zimtzucker, verteile ich oben drauf. Da habe ich jetzt 2 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel Zimt vermengt. Die andere Hälfte lasse ich mir jetzt für das zweite, denn mit dem zweiten Teig gehe ich ja genauso vor wie mit diesem. Das wiederhole ich alles noch einmal.
jetzt die Hälfte der Nüsse. Nun gebe ich auch noch ein bisschen Rohrzucker, aber nicht zu viel. Und ein Päckchen Vanillezucker. Nun geht es ans Rollen. Ich rolle so gut ich nur kann die Rolle, so fest ich kann. Nun teile ich die Rolle in 12 Teile. Einmal die Mitte, dann in Viertel und dann nochmal in Viertel. Und aus jedem Viertel mache ich dann 3. Dann erhalte ich genau 12 Stück. Manche werden größer, manche kleiner. Das soll ja Handarbeit sein. Deswegen muss man sich da nicht so verrückt machen, das muss nicht exakt auf Millimeter gemacht werden. Wenn ich das habe, dann schneide ich, zeige euch mal die erste Schnecke, wie ich sie mache. Ich schneide sie nicht durch, nur bis zur Mitte. Dann drehe ich es und lege es aufs Backblech. Und so gehe ich mit allen anderen vor und lasse immer Abstand, denn die sollen ja noch 20 Minuten gehen auf dem Backblech, bevor ich sie dann mit der Eimilchmasse bestreiche und backe. Jetzt ist ein Backblech fertig mit 12 Stück, also 2 große Bleche bekomme ich raus. Jetzt decke ich sie mit Frischhaltefolie einfach locker ab, damit sie nicht austrocknen, und lasse sie 20 Minuten noch hier in der Küche einfach bei Zimmertemperatur gehen. Und widme mich dann dem zweiten Teil, und nach einer Viertelstunde werde ich auch den Ofen vorheizen, damit ich sie dann nach 20 Minuten in den Backofen schieben kann und bei 200 Grad Ober-Unterhitze etwa 30 Minuten backen, 30, 35 Minuten. Das sieht man dann, wenn sie schön gold-gelb-bräunliche Farbe annehmen.
Nun schneide ich die zweite Rolle auch wieder in 12 Stück, einmal die Hälfte, dann jede Hälfte wieder einmal durch und jedes Viertel in 3 Teile. Der Backofen ist aufgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Die Schnecken dürften noch ein bisschen gehen. Und jetzt werde ich sie mit der Eimilchmasse und der Prise Salz habe ich mit rein. Das Salz neutralisiert einfach und schmeckt mir besser. Bestreiche sie jetzt und gebe sie gleich in den Backofen und nachher mache ich das zweite Blech. Das zweite Backblech ist jetzt auch mit dem Eigelb bestrichen und während das erste Backblech jetzt mit den Schnecken backt, bereite ich mir den Zitronenzuckerguss vor. Denn wenn die aus dem Ofen rauskommen, dann werden die gleich ganz heiß mit Zitronensaft bestrichen oder besprenkelt. Mal schauen, wie ich es mache. Ich habe hier jetzt, mal schauen, wie viel Zitronensaft ich habe, 75 ml und 200 Gramm Zucker. Ich werde vielleicht nicht alles brauchen. Ich schreibe ins Rezept die genauen Mengenangaben. Die ersten Nussschnecken sind fertig. Sie waren bei mir genau 26 Minuten im Backofen. Jetzt ziehe ich das Backpapier einfach vom Backblech runter, damit sie vollstens auskühlen können. Die sind jetzt noch sehr heiß, aber ich will euch sie dennoch zeigen, unten ganz schön gebacken, oben auch. Essen kann ich sie noch nicht leider, weil sie noch sehr heiß sind. Die kann man sehr gut auch lauwarm essen, zum Kaffeekuchen, zu einer Milch, passt immer. Und am besten schmecken sie an dem Tag, an dem sie gebacken werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann backt es nach. Ihr dürft euch das Rezept kopieren und nachbacken und mir Fotos schicken, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!